Meter, 5,50 Meter. Nee, 5,10 Meter. Wir sind 5 Meter schon mal 5 Schüttlers. Ja. Also 5 Schüttler. Ja, Schüttler. Zuerst habe ich einen 6 Meter Bock Radgas. Radgas. Ja, zu groß. Ja, was zu groß. Das ist ein Abhör. Eine große Mähdresche gekauft und dann hatten wir dieses Mähwerk im eigenen Bereich gepackt. Ja. Dann haben wir getauscht. Das war's. Dann kann ich auch bloß über den Weg fahren. Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, sonst wirst du immer irgendwas bauen und dann der Größe wäre 7,60 Meter. Das, da wegen den Kommen der Strom. Das wirst du nicht mehr trocken dann. Na ja, ist klar. So groß die Rolle. Na ja, du hast aber einen viel größeren Wendepreis, dann desto größer. Ja, ja. Ja, ich sag mal, wenn du jetzt in den USA bist, die haben nur so Riesen. Ja. Aber dann sind auch andere Flächen, kannst du nicht mit dir vergleichen. Nee, nee, kannst du nicht. Kannst du nicht mit dir vergleichen. Sagen wir, jeder Stück ist ja für uns schon groß. Ja, das ist ein schönes Stück. Ja. Das ist ein schönes. Es gibt Regen heute Abend, ja. Ja, muss man ja ausnutzen, bevor der Regen kommt. Ja, vor der Regen. Wird gerne an. Also ich war ja selber. Dieses Jahr, als die Landwirte, also Bauernprotest waren, nehmen mit welchen Münster, ja. Weil wir auch gesagt haben, weil ich auch viele, bei vielen immer mitfahre, auch viele, für viele Werbung mache, für den Betrieb und so, und haben wir gesagt, wir unterstützen die Bauern so gut wie es geht. Ja, ja. Weil sagen wir, wir gucken, dass wir Milch bekommen, Wurstkäse, ja. Brot. Ich finde, wenn man die nicht unterstützt, dann soll man auch nicht einfach über die reden. Ja, ja. Wenn man keine Ahnung von der Landwirtschaft hat, dann kann man niemanden runter. Ja, ja, klar, sind wir zu alle. Ich meine, klar, ich komme jetzt nicht vom Bauern, aber ich interessiere mich halt um ihre Abbau. Ich sag mal, wenn ich jetzt wissen will, wie viel PS der Mähdrescher hat, dann google ich da, weiß ich ja. Ja, ja, kann ich schon gut danach gehen. Aber ich sag mal, die Leute, die in der Stadt wohnen, die sind ja so, die sagen, Gülle stinkt, obwohl das ja nur Nährstoff, ja. Guter Nährstoff für den Boden ist. Ja. Ja. Ich sag mal, die liegen auch auf Toilette. Ja.
gesagt hat, kein Problem, ich fahre dich zurück. Ja. Eigentlich finde ich da auch besser, wenn, also ich würde eigentlich auch holländisch, also mir wäre das auch lieber, wenn ich, ja, ich ja. bin ja schon längst aus der Schule raus, seit 2012, aber ich finde, wenn man hier holländisch anbieten könnte, würde ich auch lieber sagen, weil ich mit dir jetzt niederländisch quatsche als mit Deutsch. Ja. Ja. Weil ich finde, wir sind ja direkt grenznah. Ja, ja. Weißt du? Ah, du verstehst es auch ein bisschen, ja. Ja, ich meine, Fabian hat ja auch auf der Homepage-Seite Deutsch angegeben, aber ja, ja. trotzdem, wenn ich sehe, wie viele Niederländer hier immer sind, ne? Ja, ja. Weil kann ja mal ein Verkehrsunfall passieren. Wenn ja, ja. Wenn es das Niederländisch ganz, dann kann man sich vernünftig oder mit dem verhalten und sagen, ja, der ist gut aufgefahren und du bist gut aufgefahren. Ja, weißt du. Ich habe auch gesagt, ich bin dieses Jahr mal nicht für Deutschland, sondern für Holland. Ja, ja. Ja, die Spanier, die haben gewonnen. Ja, die haben jetzt schon viermal den Europameister. Ja, ich hätte es eigentlich auch England gehört. Ja, ja. Weil die haben ja gar keine Trophäe, außer 1966 Weltmeister und so. Ja. Aber am allerliebsten hätte ich natürlich Niederlande gehört. Aber direkt gegenüber. Nee, Marke. Doch nicht so weit. Aber ich hätte es dir echt gegönnt. Ja, ja. Also.